Die müsste am Aussichtspunkt sein, genau. Neuer Stellen brauche ich nichts. Gut. What can I do? I'd be glad to. Ja, vielleicht werde ich jetzt dann bei meinem nächsten Tour mich nochmal an dem Gülle-Monster versuchen, da in der Lagune. Und mir auch versuchen, die Truhe zu holen. Du bist Barati? Du bist nicht der, den ich suche. The belly of the great eel roars with hunger. Will you help Barati to calm it? Der Bauch des großen Aals rumort vor Hunger. Wirst du Barati helfen, ihn zu stillen? Achso, das war der im Palast, ja. Ich habe mich um die Scylla gekümmert. Not hunger, does the great eel lash its mighty tail. Mit Freude, nicht Hunger. Has sated the beast for now. Mit Freude, nicht Hunger, schwingt der große Aal seinen mächtigen Schwanz. Die Scylla hat den Hunger der Bestie vorerst gestillt. Barati übergibt dir einen Beutel Münzen und drückt deine Hand sehr fest. Ja, welche Kopfgelder hast du? Tangaloa Nash about a Rauatian captain named Ohiro. Die Mäuler der Tangaloa knirschen von einem rauatischen Captain namens Ohiro. Barati verschränkt seine Arme, schließt seine Augen und atmet schlagartig aus. His cannon fire echoes in the ears of slumbering gods. The beast cries out for a more restful dead fire. Sein Kanonenfeuer hallt in den Ohren der schlummernden Götter wieder. Die Bestie schreit nach einem friedvolleren Todesfeuer. Ich nehme das Kopfgeld an. You chose wisely. Ohiro sails the junk Stone Anchor, south of the Kua Orikuhu Island chain, due east of Niketaka. Ikera, eine Weise war. Ohiro segelt. Thank you for quieter seas. Ikera, eine Weise war. Ohiro segelt auf der Chunke Steinanker südlich von Kua Orikuhu, Inselkette östlich von der Kataka. Die Götter werden dir dafür danken, dass du das Meer ruhiger gemacht hast. Dann leb mal wohl. Okay, stimmt. Die ich gerade gesucht habe, die ist draußen, weil das ist eine unabhängige Kopfgeldquest. Hier habe ich ja gerade die Huana Kopfgeldquest abgeschlossen und mir eine neue geholt. Was für ein Krampf, ey. Genau, hier habe ich die Scylla abgegeben bei Barati. Und jetzt habe ich Ohiro. Am südlichen Ende von Kua Orikuhu, von der Kataka aus in östlicher Richtung. Genau. Das ist etwas, was ich dann aber erst auf mich nehmen werde, wenn ich ein größeres Schiff habe. Meine eigentlichen Ziele mit meinem aktuellen Schiff sind eher Krummsporn. Und nochmal den Süden. Kann ich mir ja leider hier gerade nicht angucken, weil ich nicht auf die Weltkarte kann. Weil ich habe jetzt bestimmt jemanden mit genug Überleben. Sounds like the last 5 years have been good to you. I have been allowed to serve my country to the best of my ability. Ah, that is good. And I see you haven't changed a bit. Adolf sagt, es klingt, als wären die letzten 5 Jahre gut für dich gelaufen. Ich durfte meinem Land dienen. Ach, das ist gut. Und wie ich sehe, hast du dich kein bisschen verändert. Ja, sie ist die andere, der ich die Statue besorgen soll. Aber hier müsste auch... Ja, da ist das Anwesen von Lady Epero. Das ist die letzte auf meiner Liste. Von Kopfgeldern. Aber hier neben dem Handelskarren müsste Ungata sein. Was ist eigentlich mit dir? Remember. A pet is a Akira. You are Bubble die Katze. Elmo hat sie eine Nebula.
Chance, beim Besitzer Rückzug oder Todesqual erinnern zu wirken, wenn während dem Tod nahe angegriffen. Gewährt Nebulas Segnung. Stark, fit, schnell, aufschlussreich, klug, standhaft für 10 Sekunden. Nur im Kampf. Im Kampf würde Nebula nebenmäßig einem Charakter eine Inspiration schenken. Wenn du dem Tode nahe bist oder angegriffen wirst, besteht bei Nebula auch eine kleine Chance, Rückzug oder Schmerzabzug auf dich zu wirken. Todesqual erinnern. 30% des erfangenen Schaden wird das reiner Schaden zurückgegeben für 15 Sekunden. Aha. Und Rückzug? Unsichtbar, 10 Gesundheit wiederhergestellt pro 3 Sekunden und angreifbar betäubt für 20 Sekunden. Nebula ist recht mächtig. Ich nehme Nebula mal mit. Rindenschnur. Ginger Ale Esri Kürbisesser. Hm. Gizmo. Hm. Rotblonder Dämon. Ja, meine ganzen Haustiere. Hattie und Abraham haben dasselbe Bild, nur unterschiedliche Farben. Ja, teilweise sind es gleiche Bilder mit unterschiedlichen Farben. Ich habe, glaube ich, hier sogar einen Untot. Ja, genau, hier Grabhundwelpe. Und Bugshot. Oder Bugshot. So, jetzt zu dir. What say? Hunter. Was meinst du hier? Mit einem Zwinkern winkt Ungata dich herbei. Vesalis Kopf übergeben. Aus dieser Sache wird sie sich nicht mehr herausschlängeln können. Snakes are difficult, clients, I say. But I think mine will be very satisfied. Schlangen sind schwierige Kunden, möchte ich mal behaupten, aber ich glaube, meine Kundin wird sehr zufrieden sein. Sie nimmt den Kopf entgegen und schnüffelt daran, bevor sie ihn auf Armeslänge entfernt hält. 5000 Kupfer und Haufen Erfahrung. Yo. Good work, Hunter. You must be in good health to survive Vesalis poison. Gute Arbeit, Jäger. Du musst dich einer wahrhaft guten Gesundheit erfreuen, wenn du Vesalis Gift überleben konntest. Welche Kopfräder hast du denn zu vergeben? I have an unusual challenge, seeing as the target is already dead. They call him the Steel Preacher. In life he was a devout Magranite with a pet construct. Ich sehe mich einer ungewöhnlichen Herausforderung ausgesetzt. Schließlich ist das Ziel bereits tot. Sie nennen ihn den Stahlprediger. Als er noch lebte, war er ein frommer Magranit mit seinen eigenen Vorstellungen. Sie runzelt die Stirn. Rather than accepting death and passing through Tangaloa's jaws, he paid an animancer to stuff his soul inside his metal pet. Now he is a metal terror, purifying travelers in flame. Ja, wir hatten einen sehr netten, langen Kampf gegen ihn. Statt den Toten einfach anzunehmen und sich durch Tangalores Rachen zu begeben, hat er einen Beseeler dafür bezahlt, seine Seele in sein Schoßtier aus Metall zu stopfen. Jetzt ist er der metallene Schrecken aller, er reinigt die Reisenden durch Flammen. The trail of his destruction ends on an isle due south of Fort Deadlight. Die Spur der Zerstörung, die er hinter sich lässt, endet auf einer Insel direkt südlich von Fort Todeslicht. Den Kopf des Stahlpriesters übergebe ich, bevor ich dieses Gewicht endlich los bin. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Ich werde zurückkehren mit dem, dass man seinen Kopf nennen könnte, was auch immer es jetzt genau ist. Lebe wohl. Ja, das ist jetzt eine neue Kopfgeld-Nebenquest, weil die Flammenläuferin haben wir abgegeben. Ich habe Vesali die Flamme ausgepustet und das Kopfgeld von Ungata erhalten. Ein Magranitpriester im Körper eines Stahlkonstrukts randaliert im Todesfeuer. Wenn der Stahlprediger für immer aus dem Verkehr zieht, dann erwartet eine deftige Belohnung. Er wurde zuletzt auf einer Insel südlich vor Todeslichts gesehen. Der Stahlprediger wurde auseinandergenommen. Jetzt kann ich zu Ungata in der Schlangenkolonie in Nekataka gehen und mir meine wohlverdiente Belohnung abholen. Ja. What say, Hunter? Was meinst du, Jäger? Den Kopf des Stahlpriesters übergebe ich, bevor ich dieses Gewicht endlich los bin. Always better to die clean than meddle in soulcraft, I say.
Ich finde, es ist immer besser, ganz sauber und sofort zu sterben, als sich in der Seelenkunst zu versuchen. Und Gata klemmt sich den Kopf unter den Arm und übergibt dir die vereinbarte Bezahlung. Jo. Ich hoffe, der heilige Mann hat seine Lektion für das nächste Leben gelernt. Welche Kopfgelder hast du zu vergeben? This one is a special request from high places, Ikera. Uamuru ist mein letzter Auftrag und dies ist eine ganz spezielle Bitte von hoher Stelle, Ikera. Mit einer Kopfbewegung deutet den Garten in Richtung des Palastes. Uamuru is a pretender to the Kahanga throne. He thinks himself deserving of Serpent's crown and is not above killing to wrest it away. One of the flowers sprouting from his head must have pierced his brain. Uamuru erhebt Anspruch auf den Thron der Kahanga, hält sich selbst der Schlangenkrone für würdig und denkt sich nichts dabei, alle umzubringen, die zwischen ihm und dieser Krone stehen. Eine der Blumen, die auf seinem Kopf sprießen, muss ihm ins Gehirn gedrungen sein. His small but spirited resistance makes port on an island east of Magran's Teeth. Steer clear of his lion. They say that beast has a killing bite. Sein Widerstand ist nicht sehr gewaltig, aber umso leidenschaftlicher. Hat sich jetzt auf einer Insel östlich von Magrans Zähnen angesiedelt. Und nimmt die vor seinen Löwen in Acht, man erzählt sich, der Biss dieser Bestie sei tödlich. Ach, seinem Löwen, er hat nur einen. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Ask away, Hunter. Frag nur, Jäger, leb wohl. Okay, das ist dann auch wieder eine interessante Kopfgeld. Umaru, der Thronanwärter. Umaru, ein Naturgott-ähnlicher und zugleich Thronanwärter auf den Kahanga-Thron, versucht eine Rebellion gegen die Führung der Katakas zu fördern. Seine Anhänger und er haben ihr Lager auf einer Insel östlich von Magrans Zehn aufgeschlagen. Jemand hat auf den Kopf von Umaru ein großzügiges Kopfgeld ausgesetzt. Man konnte ihn bis zu einer Insel östlich von Magrans Zehn verfolgen, wo er mit seinen Löwen höchstwahrscheinlich schon auf Glücksritter wartet. Ich habe aber schon mal wieder 11.000 Gold von ihr gekriegt und jede Menge Erfahrungspunkte. Level Up Time. Geschichte hoch und Arcana hoch. Ein Punkt. Schild der Gläubigen. Das hätte ich gerne. Was ich eigentlich auch gerne hätte, wäre mal neue Punkte für die... Also hier neue Glaubenspunkte. Genauso wie bei Alof neue Arkanpunkte. Heimlichkeit und Findigkeit. Gewährt magisch, starke Ermächtigung, präzise Ermächtigung. Wenn das Medium einen Gegner tötet, kann ein Gegner in der Nähe verängstigt werden. Nicht so toll. Beschwört einen Vergessungsschlaf herauf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Willensverteidigung des Mediums abzieht. Ja, das schon eher. Reflexe Verteidigung. Zusätzliche Verteidigung gegen Absetzangriffe. Auch nicht so wirklich. Einhandstil. Ich habe ja schon Fernkampf gelernt. Klostertraining für unbewaffnet. Da, Wirkungszeit erhöhen. Das ist nicht schlecht. Dann kann ich Gegner länger kontrollieren. Und Alof? Ach komm, Sprengstoffe. Ich kapiere es immer noch nicht. Selbst hat er 6. Und die plus die Gruppe zusätzlich macht 10. Wird das dann im aufgerundet und halbiert? Auch nicht ganz, weil hier sitzt dann nur 4. Pff.
Da wär's die Hälfte. Da wär's weniger als die Hälfte. Da wär's garantiert nicht die Hälfte. Ah, komm, Tiefblick. Ein neuer Zauber. Arkane Kraft. Kann ich nicht irgendwie ein Schwert oder so herbeibeschwören? Starkes Phantom, das kann ich bereits. Schon ein Phantom herauf, der Gegner zu Sitzungsschaden zufügt. Ich glaube, ich tue mal das hier nehmen, weil ich kann ja schon mal die Kreatur beschwören. Kann ich noch mal später irgendwas anderes beschwören? Mantel des Todes.